So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video bei uns. Und ich zeige euch heute die Nummer 15. Da hat Katharina wieder ein kleines Geschenk für mich gemacht. Und das Ganze ist gar nicht so klein. Das Ganze ist sogar ziemlich groß. Und ich bin mal ganz gespannt. Kriege ich das denn? Ah, okay. Hier, oh, die Ecke ist sogar noch offen. Okay, da kann man gut reinfassen. Ah, okay. Oh, eine Kerze mit einem... Oh, ein Windlicht im Prinzip. Ein Stern mit einer Kerze drauf. Total niedlich. Auch wieder mit den schönen lila Kerzen. Total hübsch. Total die hübsche Idee. Auch total schnell gemacht bestimmt. So, okay. Vielen lieben Dank. Und gleich zeigt euch Katharina, wie man das Ganze macht. Hallo, ich bin es, Katharina. Ich möchte euch zeigen, wie ich für Eva diesen schönen Stern gebastelt habe. Ihr braucht Aluminium-Bastelpapier. Ich habe das hier in Gold, aber es gibt es in allen möglichen Farben. Häufig ist es auch von der einen Seite einfarbig und von der anderen Seite hat es dann eine andere Farbe. Dann braucht man einen Zirkel, eine Schere und einen Bleistift. Dieses Papier hat eine Breite von 15 cm x 15 cm und meinen Zirkel habe ich auf einen Radius von 7 cm eingestellt. Jetzt steche ich hier genau in die Mitte und mache dann mit meinem Zirkel hier einen Kreis. Diesen Kreis schneide ich jetzt mit der Schere aus. So, der Kreis ist ausgeschnitten und jetzt wird er gefaltet. Als erstes falte ich einmal so rüber, mache dann hier die Kante so, mit dem Nagel am besten. Dann falte ich den Kreis so, mache hier auch mit dem Nagel. So, jetzt falte ich das Ganze wieder auseinander und mache das jetzt nochmal hier so. Dann nochmal wieder auseinander und hier nochmal rüber. Der Kreis hat jetzt so 8 Pizzastücke. Und jetzt schneide ich hier entlang der Linie immer bis zur Mitte. Also bis zur Mitte der Linie. Also bis hier ungefähr. Das mache ich hier an jeder Seite. So, jetzt habe ich es überall hier eingeschnitten. Immer bis zur Mitte. Und jetzt geht es los mit meinem Bleistift. Ich rolle jetzt hier, man kann einfach irgendwo anfangen, und rollt das Ganze hier so ein. Zieht dann den Bleistift raus und rollt das hier an der gegenüberliegenden Seite dann so entgegengesetzt ein. So. Ja, das macht man jetzt hier an jeder Seite. Also bei jedem Pizzastück sozusagen. Einrollen. Und hier gegenüberliegend auch. Das Aluminiumpapier kann man ja zum Glück so formen. Da kann man also dann einfach auch nochmal mit der Hand so ein bisschen nachhelfen, wenn es sich wieder auseinanderrollt. So, jetzt habe ich alle Ecken eingerollt und der Stern ist fertig. Den kann man jetzt entweder einfach irgendwie mit so einem Faden hier aufhängen, am Weihnachtsbaum oder einfach so am Fenster als Dekoration. Oder man kann den auch so auf den Tisch legen und dann so eine Kerze in die Mitte stellen. Das sieht auch sehr schön aus. Ich will den Stern natürlich auch noch schön verpacken. Dafür habe ich hier eine Serviette. Die falte ich erstmal so hier zur Mitte und auf der gegenüberliegenden Seite auch. Dann falte ich das von hier unten auch so hoch wie bei einem Briefumschlag. Hier mache ich jetzt die Nummer drauf und hefte das Ganze hier zusammen mit einem Hefter. Ah, das hat noch nicht, es hält nur an einer Seite gerade erst. Deswegen mache ich noch eine zweite Hefterklammer hier.
hier. So. Hier kommt das Ganze jetzt rein. Ich mache das zusammen mit der Kerze für Eva da rein. Und dann kann man diesen Zipfel einfach hier so reinstecken. Und fertig ist es. Ich hoffe, Eva wird sich freuen. Vielleicht habt ihr Lust, das Ganze nachzumachen oder habt schon sowas Ähnliches gemacht. Dann schickt uns doch einfach ein Foto auf Instagram oder Twitter oder Facebook. Da freuen wir uns total drüber. Und sonst könnt ihr ja noch in die Kommentare schreiben, was haltet ihr davon? Habt ihr irgendwelche anderen Vorschläge noch für Dekoration? Und drückt auf den Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, wenn ihr das vielleicht nachmachen wollt. Tschüss!